Schalten wir noch zu meinem Kollegen Michael Heusen in Kiew. Michael, neben den Kämpfen im Süden, auch rund um Mykolaiv, hören wir nun, ich habe es vorhin schon gesagt, auch von Rückeroberungen im Osten. Was wissen Sie darüber? Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Tagen auf sehr heftige Kämpfe einstellen müssen. Im russischen Fernsehen laufen den ganzen Tag schon Bilder von Panzerkolonnen, die sich Richtung Westen, also Richtung ukrainische Grenze bewegen. Raketenwerfer sind auch dabei. Und wir hören auch von ukrainischer Seite, dass es dort verstärkte Aktivitäten, militärische Aktivitäten im Gebiet von Charkiw gibt. So viel wie nie zuvor, sagte einer, der dort vor Ort ist. Das ist alles natürlich sehr besorgniserregend. Gleichzeitig werden aber auch Nachrichten bekannt, dass es den Ukrainern gelungen sei, Gelände zurückzuerobern. Mehrere hundert Quadratkilometer von 20 Ortschaften ist die Rede. Und selbst die russische Seite hat bestätigt, dass die Kleinstadt Balaklia wieder in ukrainischer Hand ist. Gleichzeitig hat es heute aber auch Raketenangriffe auf die Innenstadt von Charkiw gegeben, mit 10 Verletzten, darunter 3 Kinder. Mhm. Es gibt auch beunruhigende Neuigkeiten zum umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja. Was geschieht dort? Ja, es war eine wirklich besorgniserregende Videobotschaft, die der Chef der IAEA, Grossi, heute Abend abgegeben hat. Er sagt, es ist nach wie vor so, dass die Stromversorgung von außen, dass es nicht funktioniert und dass jetzt zu befürchten ist, dass der Reaktor 6, der nur noch dafür da ist, um den inneren Stromkreislauf am Laufen zu halten, um die Kühlsysteme am Laufen zu halten, dass der jetzt auch bald abgeschaltet werden müsste. Ja, dann würden die Notstromaggregate, die Dieselgeneratoren, angeworfen werden müssen. Das sagt aber der Chef der Betreiberfirma. Der Diesel, der dort bevorratet ist, in Saporischschja, würde gerade mal für 10 Tage reichen. Also das sind besorgniserregende Meldungen aus Saporischschja. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Berichte über Beschuss von Enerautom, der Stadt, wo viele Mitarbeiter von Saporischschja arbeiten. Grossi warnt davor, wenn das alles jetzt nicht bald aufhören würde, wenn es nicht zu einem Waffenstillstand kommen würde, dann droht tatsächlich ein großer nuklearer Unfall. Die Situation bleibt riskant. Danke, Michael Heusen aus Kiew.